Andreas, wir haben ja schon mal Bambus aufgenommen und da war er noch nicht ganz so groß. Jetzt sehe ich da hinten aber, also wie hoch ist denn der da unten, der Bambus? Na, der hat mal mindestens 10 Meter in der Höhe. Haben Wow. wir vor 3 Jahren gepflanzt. 3 Jahre erst alt. Ja, und die Stelle war halt hier unten doch fruchtbarer. Das heißt, direkt an einem vorhandenen kleinen Wald haben wir ihn gepflanzt. Deswegen wächst er so schnell. Und die Stämme sind da unten doch auch mindestens, ja, 10 Zentimeter im Durchmesser. Also was da unten steht, ist schon Genau. echt riesig. Das ist ja auch der Riesenbambus. Also die Ja. werden noch größer, bis zu 30 Metern hoch. Okay, wunderbar. Aber hier, sag mal, 10 Meter und dann könnt ihr schon die Stämme benutzen für eure Leitern und so weiter. Ja, da Das können wir alles schon was schon. draus bauen. Muss halt jetzt trocknen. Ungefähr in 3, 4 Jahren können wir die ersten ernten. Super. Aber dann auch jedes Jahr wirklich 5 bis 10 große Bambusse. Ja, also auch dort sehr, sehr haushaltend quasi. Es werden keine Bäume gefällt jetzt einmal für Leitern, sondern man kann mit dem Bambus auch selbst schon Leitern und Ja. Gerüste und Gestänge und sag mal die Stäbe für die Anpflanzung verwenden und super. Genau, so machen wir das hier. Also Ja. wunderbar, danke.